Ich weiß ja nicht, warum ich so müde bin. Wahrscheinlich, weil ich in der Nacht noch mal wach war. Hab so schön gepennt und dann musste ich aufstehen. Alter, die Kiste fällt mir hier hin. Seit 51. So, jetzt bringen wir die alle zur Schule. Ja. Zu Hause. Es gibt so ein Käffchen. Muss mal so gucken. Oh. Geld. Oh, dann geht's. Für Tommy arbeiten. Und für euch schlexen. Schlexen jetzt. Ja. Nein, wir haben zu tun. Natürlich. Natürlich. So, irgendwelche Gedanken dazu, dass dein zweites Kind jetzt in der Schule ist? Viele Gedanken. Zum Beispiel? Etwas Angst. Und Schrecken? Eigentlich habe ich eher Angst darum, dass sie für komisch befunden wird. Dass sie für komisch befunden wird? Dass sie nicht integriert wird? Dass sie merkt, dass sie irgendwie nicht so dazu gehört. Also, ja, gehört ja dazu gut. Aber vielleicht hat sie. Ach, ich weiß auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Dass sie selber merkt, irgendwie, dass die anderen Kinder ganz anders miteinander umgehen können, dass sie das nicht erreichen kann. Da habe ich ein bisschen Angst. Das muss ja nicht so sein. Kann ja sein, dass du sie trotzdem alle ganz gut finden, weil sie halt so eigen ist und. Ja. So wie. Muss das unbedingt sein? Diese Hasskappe. Na, mal gucken, was der Gruppenzwang da ausmacht. Ja, leider sind wir also selten in der Schule und können das gar nicht erfragen, ne? Laden. Hallo, Tommy hier from the bike shop in Berlin. I need the key for the bike. You left the bike outside, but without the key. So, please contact me. Tja, mein Französisch ist ja sehr eingerostet. Kann ich das immer nicht machen. Das ist natürlich furchtbar. Die lassen das am Sonntag dann hier, obwohl sie das hätten am Freitag bringen sollen. Kommen sie am Samstag nicht? Also am Freitagabend oder Samstagmorgen? Gleiches. Kostet gleiche, kostet nicht mehr. So, aber sie kommen auch bis zum Samstagabend nicht mit dem Rad vorbei. Und dann bringen sie es am Sonntag irgendwann, stellen es ab, Schlüssel nehmen sie mit und hauen ab. Das ist Schiete. Das ist nicht in Ordnung. Das finde ich nicht okay.
jedes Mal, ich kann das Schloss nicht mehr vermieten. Ich brauche zwei Schlüssel zu jedem Schloss. Das gehört sich einfach auch nicht. Ich meine, einfach abzuhauen. Dann hätte er das doch irgendwo abgeben können. Ärgerlich. Gut, alles klar. Und wann kommt Felix und macht dann da sein Ding weiter? Felix wollte ja eigentlich gestern kommen und seine Arbeit da noch weitermachen. Ja, hat er ja die Brille vergessen, wisst ihr ja. So hat er den letzten Vlog aufgehört. Die hat er ja mittlerweile hier angeschraubt. Ist ja alles gut und schön. Könnte ich jetzt natürlich auch fertig machen. Aber er wollte halt am Sonntag nochmal kommen eigentlich. Und so in aller Ruhe. Und wollte hier noch das zu Ende schrauben. Ganz gemütlich oder so. Vielleicht hat er sich ja gestern mit seiner Mutter getroffen. Das wäre ihm ja zu wünschen. Dann ist ja alles gut und schön. Und müsst das halt heute machen. Ne? Weil zu Ende machen in der Arbeit ist schon eine feine Sache. Kannst natürlich auch machen, aber das will ich jetzt gerade nicht. Wäre vielleicht auch nicht das Richtige, ihm immer alles abzunehmen. Man muss auch mal durchziehen. Ansonsten muss man ja sagen, hat er sich gut gehalten bisher. Ja, besser war diese kurze Pause, die er gemacht hat da vor ein paar Tagen. Wo ich schon dachte, kippt das jetzt oder so. Nee, hat er sich gut gehalten, gut gefangen, ist wiedergekommen, hat auch weitergemacht. Ja. Wir hoffen, es geht bergauf mit ihm. Also wir wünschen ihm alle Gute. Auf alle Fälle. Gazelle. Fanz-Tel. Außen Stahl. Hinterradausbau. Nichts Besonderes. Ich zeig's trotzdem mal. So, Hinterradausbau. Wir schalten die Schaltung erstmal auf Gang 1 oder so ist das, glaube ich. Ja. Dann lösen wir die Achsmutter. Mit einem 15er Schlüssel. Ich löse den Kettenspanner. Das gleiche tue ich auf der anderen Seite. Und zusätzlich löse ich noch den Bremsanker. Den schraube ich komplett ab. Die Schelle, Bremsankerschelle, entfernen wir. Die Schraube zumindest. Gut, jetzt klapper ich ein bisschen hin und her. Ja, das ist ganz gut, dabei rutscht es nach vorne. Dabei rutscht das Rad nach vorne und die lösen sich. Dann nehme ich die Kette hier runter und lege sie über das Ausfallende drüber. Ziehe ich das Laufrad nach hinten. Schraube die rechte Achsmutter ab. Fixierscheibe ab, Spanner ab und löse diese Schaltvorrichtung. Zack. Dann wird entriegelt hier mit dem Ding. Einmal entriegeln und dann abziehen. Jetzt kann ich das Hinterrad entnehmen. Wunderbar. Beim Eimer umgekehrt. Zeig aber später. Das war der Ausbau. Ich hoffe, es konnte euch ein wenig helfen. Jetzt mache ich da noch ein kleines Video zum Einbau. Das sind dann die reinen Videos. Nicht wundern, dass sie wirklich so kurz sind. Das sind rein die Videos zum... Wie mache ich das? Wie macht Tommy das? Also bis später. Jo, wenn wir denn... Jetzt folgt der Einbau hier. Einbau Hinterrad in Gazelle, Fanz-Tel, Style oder so. Wenn wir dann erfolgreich den Reifen repariert haben oder ausgetauscht oder was auch immer ihr an dem Rad zu tun hattet, dann gehen wir wie folgt vor. Einfach mal zuschauen. Laufrad einhängen. Mit Hilfe von so einem, ne, einfach so erstmal hinhängen.
Also das mache ich so. Ob das der offizielle Weg ist, wie gesagt, wage ich zu bezweifeln. Aber das interessiert mich auch nicht. So, gelbe Markierung hier, gelbe Markierung hier. Gelbe Markierung hier, gelbe Markierung hier. Übereinander legen. Zack. So, jetzt hat es gegriffen. Gelber Punkt. Gelber Punkt. Übereinander. Andrücken und verriegeln. Kettenspanner wieder rauf. Der Kettenspanner bleibt innen vom Rahmen. Ja, der bleibt, geht nicht nach außen, also er bleibt nicht außen, sondern innen am Rahmen. Auf beiden Seiten. Dann heben wir das Rad an. Jetzt dürfen wir es natürlich nicht mehr fallen lassen, ist klar, ne? Kettenspanner rein. Hoch damit und rein damit. Okay, ist drin. Ganz nach vorne. Dann die Kette auflegen. Moin. Hallo. Ja, bitte. Ein Fahrradschloss, bitte. Ein Fahrradschloss? Ja. Dann kommen wir gucken hier. Schönen Tag. Jo, ciao, ciao. In welchem Briefkasten denn? Ach so, ist bei uns im Briefkasten, ja? Ist ja super, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid, ja? Okay, haben wir das alles geklärt, der Schlüssel ist da. So, Kette habe ich aufgelegt, dann spanne ich die Kette mit Hilfe dieser, ne, dieser Kettenspanner. 10er Steckschlüssel und wir spannen. Schaut mal. Natürlich auf beiden Seiten gleichzeitig, gleichmäßig. Schauen wir mal die Kettenspannung an, das ist noch zu lasch. Joa, das sieht ganz gut aus. Ja, das ist perfekt. So, Kette gespannt, beide Seiten gleichmäßig, sodass das Rad gerade zwischen dem Rahmen läuft. Ja, und jetzt befestige ich den Bremsanker wieder. Der Dinosaurier ist wieder unterwegs. Wir haben ja unser Papiermüll wird abgeholt, also nicht von uns, sondern von den Nachbarn. Die haben da so ein uraltes Müllauto, was immer so kreischt wie ein Dinosaurier. Bremsanker wird festgeschraubt. Achsmuttern festschrauben. Fixierscheibe. Achsmutter. Ein bisschen Gleitmittel für die Mutti. Das ist perfekt. So. 15er Schlüssel. Vorschrauben. 15er Schlüssel, festschrauben und mal festschrauben. Nochmal die Bremsankerkontrolle. Der ist ganz wichtig, der darf auf keinen Fall locker sein. Und jetzt schauen wir mal.
wenn er kommt. Hi. Hallo. BZV, die müssen in Vorkasse gehen mit den Reparaturen. Buch, interessant, man lernt nie aus. Guten Morgen. Guten Morgen, Hans. Ich wäre jetzt aber nicht nötig gewesen, dass du meinen Gartner schon nach hinten getragen hast. Also wirklich. Ja, er war aber nicht da. Und eingebuddelt haben sie vorne ohne. Also, die Einzigen, die schon unterwegs sind, sind die vorne die Laternen. Oder jetzt bei uns ja nicht die Laterne, sondern den Buddelkasten wieder zu machen. Gestern Schrepto. Heute die ganze Welt. Beim Trödel meinst du? Ja, Schrepto-Trödel. Ja. Und? Ja, ist ja neu. Ja, eben. Die haben ja neue Ware da. Und die Zwilldichtung habe ich auch gleich. Ja. Jo. Ja, Schaltung wollte ich checken. Schaltung, check die Schaltung. Gang 3, Gang 4. Und da schauen wir uns in Gang 4 die Schaltung an. Hier oben ist eine Markierung. Die darf ich euch sogar aus der Nähe zeigen. Das ist ein gelber Strich. Dieser gelbe Strich. Seht ihr den gelben Strich dort? Seht ihr den gelben Strich hier drüben? Die sollten übereinstimmen in Gang 4. Tun sie nicht ganz, oder? Warte mal, ich kann auch die Rillen spüren. Nicht ganz. Nicht ganz heißt ein bisschen mehr Zug brauche. Das stelle ich mal oben ein. Gleichzeitig draufhalten und einstellen ist nicht. Nee. Das war tatsächlich schon nötig. So. Eieiei, also das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Da hätte man nicht rumstellen müssen. Also das ist wirklich das bisschen Spiel, was da tatsächlich in der Variablen des Ziehens oder des Zurückschnappens enthalten ist. Schön, ich freue mich. Jetzt wird auf die Pumpen, das war der Einbau vom Hinterrad. Und ich hoffe auch, dieses Video konnte euch ein wenig helfen. Bei eurer Gazelle, bei diesem Modell oder auch bei anderen Rädern. Und wieder mal gibt es ein Lastenrad zu reparieren. Draußen, platter Reifen. Oh, hä? Ja. Unser Video ist ja schon online. Hans liegt unterm Auto. Ja, du bist gut. Ist ja locker. Ach, genau, ist also wirklich Achsenmuttern, immer festschrauben. Nö, wozu denn? Das ist ein Lastenrad, sind Kinder drin. Na und? Entsorgen oder was? Die Kinder? Ja. Naja, was soll das doch? Alles gefährlich, also wirklich, ey. Wieso, der fährt doch nie über Kopfsteinpflaster. Nö. Da kann das Rad unten noch nicht rausfallen. Was ist das hier für eine Beule? War ein dickes Kind, siehst du? Guck mal her. Oh, hä? Hey. Speichennippel kommt schon raus. Guck da, guck. Schön. Mit viel abgerissen. Das sind Profis. Und jetzt, er wird auch deswegen platt gewesen sein. Wegen nämlich genau diesem Loch hier drin, wegen dem rausgedrehten Nippel. Und, oder nee, wegen dem hier. Wegen dem hier. Da, guck mal. Guck mal da. Ein Stein. Nicht mal Glas. Ein Hinkelstein. Die Kamera ist leer putzen. Ich hab noch nie mal was aufgenommen. Richtig. Was soll denn bitte? Ist ja unglaublich. Taugt heute alles nicht mehr heutzutage. So, was wollte ich sagen? Eine Aufnahme, zwei Aufnahmen habe ich gemacht heute. Weil es wirklich nicht viele
Der Felix war da. Wenigstens gibt er ja immer noch Bescheid. Aber eben nur ganz kurz. Papi? Ja, hallo! Selbstverständlich, aber warte, das ist erstmal Tag sagen. Hat denn alles geklappt? Ja, das ist gut. Junge Müller, Klasse 1B, Mitteilungsheft, wunderbar, gib mir einen Kuss. Papa, weißt du, war Theater? Bei uns Theater, also kein echtes, nicht so ein Theater, sondern so ein richtig Spieltheater. Ja, Mensch. Da durften wir uns was überlegen und ich war der Mittelpunkt mit Paula zusammen und wir den meisten Text haben. Okay. Wir durften uns zur Geschichte erzählen. Wer wart ihr denn? Also wir waren die Wettrennen. Wir haben uns gestritten, wer gewonnen hat. Wieso? Na, weil es so ein Briefchen war. Und dann spielen wir das jemandem vor, ich weiß nicht wer. Aber jetzt kann ich meinen Text schon auswendig. Ich habe das nur diese Woche. Ja, habe ich gerne mal vergessen und habe ihn dann lieber nach. Mir hat sogar Spaß gemacht, Schule. Ja, es gab heute keine Hausaufgaben. Und Papa, weißt du, Jubeln wurde nicht schlecht, weil ich ihr Süßigkeiten gegeben habe. Bonbons zum Lutschen. Ja. Damit sie was hat. Ja, meine Schokolade hat auch etwas geholfen. Ja, sie hat eine Schultüte Schokolade. Ja. Schokolade. Hm? Wir können dich jetzt nicht immer mit Süßigkeiten vollstopfen oder so. Nein, das geht natürlich auch nicht. Mitteilungsheft, wichtige Informationen drin, offensichtlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Einmal, komm, hier sei ein Sushi. Nö, das ist nicht schlimm, nicht einfach ein Rechtszettel. Na gut, okay. Und tschüss. Scheint du alles mal gut zu sein. Ja, hat doch geklappt mit dem Fahren oder so. So, dann machen wir mal weiter. Ja, was gibt's? Ich hätte zwei kleine Fragen. Zum einen, ob du mir helfen kannst, kurz den Sattel hochzustellen. Helfen? Wieso? Ja, weil da irgendwie, was ich war, draußen im Depo ist, den habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Okay. Und das zweite ist, ob du eine Einschätzung dazu hast, ob man hier den Lenker höher kriegen kann. Den kriegt man nicht höher, der ist fest. Der ist fest? Ja, da ist die Höhe fest. Das heißt, je höher man den Sattel macht, desto mehr sitzt man so. Ganz genau. Scheiße. Ja. Ah, was soll man sagen, ey. Das ist eine platte Reifen hier, ey. Ey. Also interessant ist das auch nicht für euch. Deswegen sag ich mal, schalte ich nochmal aus. Falls Felix nochmal auftaucht. Das wäre auch schön, dass wir da noch ein paar Aufnahmen von ihm kriegen oder so vielleicht. Der ist halt diese, der hat richtig Teil der, des Ladens. Hat uns diesen Sommer ja doch jetzt schon anderthalb Monate begleitet. Klappt immer so. Jedes Jahr passiert irgendwas Neues. Bitte eine Tütchen. Cube. Oh gut, Siemenswil. Na, gut, ich mach jetzt Schluss. Also, neue Schuhe. Da auch ein Schwanz. Nö, den ja, habe ich. Oh, schon. Das ist geil. Das war ein geil. Mhm. Was zur Hölle ist daran ja, geil, das, Alter? Das ist echt. Das ist so leicht, dass. Naja, klar, 24 Zoll. Wo willst du? Komm mal durch. Nein. Boah! Okay, ich nehme alles zurück. Ja, im Vergleich dazu.
Das wiegt ja doppelt so viel wie meins. Na? Yo, who got the camera? Eine neue oder was? Oder steht bloß auf dem Kopf? Guck doch mal genau rein. Ja, nee, ja, eben nicht. Guck mal ernst genau rein. So, ja, wieso denn? Hä? Damit man meinen Strichcode lesen kann, was stehen da? 1, 2, stehen Zahlen. Ich habe mir die andere einfach noch nie angeguckt, von daher, woher soll ich denn da? Welche andere? Ja, oder? Ja, jetzt wieder. So, jetzt hab ich's. Los, los. Jo, wie machen wir das? Machen wir jetzt Feierabend hier? Oder? Zu tun ist auf alle Fälle noch was. Soll ich mal? Du machst ja da ewig rum. Soll ich? Einmal gebe ich mir noch. Ja, meinst du, ich kann mir von den Lenkern einen suchen? Überhaupt einer halt. Du hast doch einen Lenker. So, gib doch her, willst du mal genau haben. Fragen. Der knittert da rum. Bitte schön. Ich muss hoch, oder? Ja. Schon, ist schon soweit? Ich muss hoch. Ich muss noch schneiden und alles. Gut, würde ich mal sagen, Feierabend. Was? Für die Nacht. Ich gehe schneiden. Okay. Felix bleibt noch hier im Moment wahrscheinlich. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Okidoki. Ich mach Feierabend, wir sehen uns morgen. Hast du Kleingeld wieder? Ja, wenn ich noch ein Stück Pizza holen kann gleich. Also. Auf alle Fälle mache ich jetzt Feierabend. Zumindest hier unten im Keller. Gibt's ja eh nichts zu tun. Der Felix spielt noch ein bisschen rum hier. Morgen früh bin ich gut grüßt hier, weißt du? Ja. Ja, wir sehen uns nachher nochmal, ich brauche einen Schlüssel und alles. Ja, ich werde dir treffen jetzt schon mal, weil ich muss dir gleich nochmal Pizza holen. Sonst ist die ja weg. Sonst ist die Pizza weg? So, also ich bin jetzt erstmal weg. So sieht das aus. Mal nicht so dolle, mal nicht so lange, vor allem baut das Rad ein. Da vorne steht schon das nächste. Wow. Ich sage erstmal bis später. Ist da ein Zettel dran? Was soll ich für den Zettel ran machen? Ich schreibe einfach den Zettel ran. Was soll ich hochschreiben? Ja, das war's. Gehen Sie da? Alles klar, mach ich. Also, tschüss. Tschüss, ich aufgehe. Bis morgen. Bis morgen.